Der Hyundai Tucson feiert derzeit seine automobile Wiederauferstehung. Denn eigentlich wurde das Erfolgs-SUV aus Südkorea vor 6 Jahren durch den iX35 beerbt. Die aktuelle Neuauflage heißt nun wieder wie die Wüstenstadt in Arizona, ist aber alles andere als verstaubt, wie Sie gleich im ADAC-Autotest sehen werden. Der neue Tucson zeigt sich deutlich erwachsener und selbstbewusster. Die Frontpartie wird vom großen Kühlergrill und den weit nach hinten gezogenen Scheinwerfern dominiert. Die nach hinten ansteigende Fensterlinie an der Seite führt uns zum Heck, das ebenfalls deutlich robuster erscheint, ohne dabei Dynamik vermissen zu lassen. Die wenigsten Käufer werden den Tucson wohl im Gelände einsetzen. Deshalb gibt es ihn auch wieder mit Frontantrieb. Unser Testwagen mit dem kleinen Dieselmotor hat 116 PS und ein maximales Drehmoment von 280 Newtonmetern. Das ist ausreichend, wird dem kraftvollen optischen Auftreten aber nicht ganz gerecht. Das Fahrwerk und die Lenkung des Tucson wurden in Deutschland entwickelt. An Präzision und Ausgewogenheit mangelt es also nicht. Der 1,5 Tonnen schwere Wagen lässt sich problemlos und ausgesprochen unaufgeregt fahren. Beim ADAC-Ausweichtest zeigt der Tucson ein durchwachsenes Bild. Das Fahrwerk ist sicher abgestimmt, ESP regelt effektiv. Aber bei schnellem Lenken verhärtet die Lenkung erheblich. Hier sollte Hyundai nachbessern. Die Bremsen wiederum sind einwandfrei und standfest. Sie bringen den Tucson nach durchschnittlich knapp 36 Metern zum Stehen. In puncto Assistenzsysteme und Multimedia ist der Tucson up to date. Das aufgeräumte Cockpit wirkt nüchtern und weniger mutig gestylt als die äußere Hülle. Dafür bietet das SUV einen geräumigen Innenraum für Familie und Freizeit. Der Kofferraum hat ein Fassungsvermögen von 420 bis 875 Liter. Die Rundumsichtmessung zeigt es deutlich, gerade nach schräg hinten sieht man schlecht aus dem Tucson. Beim ADAC Eco-Test erweist sich der Tucson mit Basisdiesel vor allem als sparsam. Ein Verbrauch von 5,2 Liter auf 100 Kilometer ist für ein kompaktes SUV okay. Damit verbunden ist eine CO2-Bilanz von 167 Gramm pro Kilometer. Diese Werte retten dem Tucson gerade noch den 4. Stern beim Endergebnis, denn bei den Schadstoffen gibt es noch Verbesserungspotenzial. Der neue Tucson erreicht mit modernem Design, gutem Platzangebot und sparsamen Motoren eine breite Zielgruppe, egal ob jung oder im fortgeschrittenen Alter. Der Preis des Tucson geht in Ordnung. Unser Testwagen ist für rund 25.000 Euro zu haben.